Ho-ho! Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS 22 Nordfriesische Marsch Vierfach. Einen wunderschönen guten Morgen, grüß euch. So, wir nehmen nochmal ein bisschen Zucker mit bei unserer Verkaufstour. Master Mindeli, mir geht's gut, danke der Nachfrage, ich hoffe dir geht's auch gut. Und dann werden wir mal gucken. Zucker, 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 haben wir da noch was drin? Nee. Nee, passt. Dann können wir mit dem jetzt zu Edeka tuckern. Verkaufsstelle, Edeka, meine guten Freunde. Dann haben wir das nämlich auch schon mal gemacht. Oder das gehen wir zu Aldi. Komm, wir fahren mal zu Aldi diesmal. Wahrscheinlich wird es eh egal sein, aber fürs Gefühl. Fürs Gefühl macht man es. So, du bist angekommen. Du hast abgeladen. Das waren die Sojabohnen. Dann fahre ich dich gleich in die Garage. Welche Folge ist das? Ich glaube, es ist die Sonntagsfolge. So, hier haben wir auch ein bisschen Mist drin, das ist okay. Hier müssen wir wieder mal aufräumen, mehr oder weniger. Oh, der hört sich auch so schwer an, ne? Wie gesagt, Molkerei und Labor und so weiter machen wir alles im nächsten Tag. Wir haben ja spontan für den Kuhstall schon einiges abgegrast, das muss man auch dazu sagen. Also so viel liegt da auch nicht mehr rum. Und wenn da was rumsteht, nehmen wir es einfach am nächsten Tag mal mit. Trauben, Oliven haben wir nicht. Was willst denn du? Was ist denn jetzt seine Aufgabe eigentlich schon wieder? Also, ich glaube, das können wir selber machen. Das wird heute nichts mehr mit dem. Weiß aber nicht, warum. Warum es sich das so schwer tut heute. Ich habe ihm das Feld gezeigt. Ich habe ihm die Zielrichtung gezeigt. Ich habe ihm alles gezeigt. Er will einfach nicht. Naja. Okay, das hat noch funktioniert. Zumindest sind wir jetzt hier ganz gut fertig geworden mit dem Pressen. Der wartet auf Weihnachtsgeld. Da kann er lange warten, mein Freund. Da kann er lange warten. Aber gut, so viel. Die Mission wäre halt noch wichtig für den, ne? Den positiven Tagesabschluss. Wobei, der wird schwierig. Das Monatsziel noch mit Glasfabrik und Kieswerk. Da steht noch, ja, ja. Es ist schwieriger geworden, ja, das stimmt. Aber ich sag mal so, ich habe noch 2 Wochen oder 3 Wochen. Von dem her müsste das passen. Ich werde natürlich auch jetzt ja jede Menge Aufträge annehmen am nächsten Tag. Sodass wirklich relativ wenig noch am Hof rumsteht. Weil nur so können wir Geld verdienen, ne? Was hier noch alles rumsteht, ne? Hast du meine Frage schon beantwortet? Stell sie nochmal bitte, Fanti. Sind wir schon wieder voll? Ja. Naja. Das wird auch nicht mehr besser, ne? Ah, komm, fahr ab. Fahr ab. Könntest du das Tor in der Treckerhalle zumachen? Könnte ich, aber sehe ich keinen Bedarf. Wie schätzt du die Konkurrenz im Challenger-Projekt ein? Ist eine schwierige Frage. Ich sehe das Ding nicht gewonnen von uns, sage ich mal so. Um das vielleicht zu sagen. Also ich sehe das nicht als eine fix gewonnene Geschichte von uns ein. So, das so viel kann ich dazu sagen, ne? Du wirst auch mal Trauben? Nicht in diesem Projekt, nein. Wer jetzt da stärker, schwächer, wenn man so überhaupt sagen kann, ne? Ist, kann ich jetzt spontan nicht sagen. Bin momentan nicht, ich schaue nicht alles momentan. Ich bekomme wohl immer so ein paar Sachen mit. Ein paar Sachen werden mir auch von den Mitspielern gesagt. Aber jetzt aktiv jede Folge gucken, das schaffe ich momentan einfach nicht. Weiß natürlich, dass Darky sehr gut mit dem Holz unterwegs ist. Das ist Fakt. Und ja. Dennis hat halt von der Arbeitsbreite her ist er eher schlechter aufgestellt.
Wobei sie durch die ein oder andere Piffige Idee doch mal ein paar Sachen machen, ne? Also das will ich jetzt auch nicht umsonst schlecht reden, weil das wäre auch gelogen. Wenn da mal eine Challenge-Aufnahme, Sonntag, immer Sonntag. Forst? Nein, wir machen auch keinen Forst. Wir haben Forst gemacht jetzt vor ein paar Folgen erst. Einfach um ein Gebiet frei zu bekommen, aber... Ja, könnte man wenig, aber das Gute ist, die ist morgen auch noch reif. Luzern ist morgen auch noch reif. Ich weiß nicht, woher dieser Mod kommt mit dem Sprüche im Hut oben. Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Du bist nicht so weit gekommen, würde ich sagen, ne? Das ist in irgendeinem Mod drin, aber ich weiß nicht in welchen. Tim kann euch das bestimmt sagen. Tim, wenn du da bist, danke dir für 34 Monate, by the way. Du weißt bestimmt, welcher Mod das ist mit den Sprüchen. Ich höre hier schon wieder jemanden. Nee? Ja? Ja? Langsam wird's, ne? So, wie sieht denn das hier aus? Es ist Futter angekommen. Gucke an. Vehicle Inspector. Ist das im Vehicle Inspector? Vehicle Inspector. Na cool, danke. So, der fährt mir die Silage von A nach B. Das passt. Wasser ist angekommen. Ja. Ich habe denen jetzt hätte ich gesagt, nur zwei Runden, ne? Das war Quatsch. Habe ich nicht gesagt. Der fährt einfach weiter. Perfekt, guter Mann. So, der Drescher ist angekommen. Den parken wir nochmal um. Tanken müssen wir den auch, sehe ich gerade. Jetzt ist er fertig. Los geht's. Da geht noch mehr Wasser rein, habe ich gesehen. Boah, das ist immer so ein schmales Brett hier, ne? Aber es klappt. Vielleicht ist das auch ein Parkplatz für unsere Schneidwerke zukünftig. Gibt ja noch dieses Regal, dieses Schneidwerksregal. Das habe ich nicht vergessen. Aber ich habe es mir noch nicht ausgiebig angeguckt. Steht doch auf meiner Agenda-Liste. So. Die wird fleißig weggefahren. Was fährst du nur weg? Ah, irgendwas. Okay. Der ist auch zu Hause. Können wir da einen U-Turn? Ja, bringen wir hin. Wann spulst du, wenn ich der Meinung bin, dass alles versorgt ist? Dann können wir gerne spulen. Und dann müssen wir mal gucken, ob der LKW bei Aldi angekommen ist. Ich habe noch keinen Geldregen gesehen. Noch eine Halle für Drescher? Mal schauen. Mal schauen. Aber wird langsam eng hier drin, du. Haben wir eigentlich nicht eine Hallenbeleuchtung mitgekauft? Doch, ich wollte es gerade sagen. Jetzt ist aber Aldi angekommen. Guck's dir an. Gerade drüber gesprochen, ne? So, warte mal. Eine Sache machen wir jetzt nochmal ganz fix. Wir werden es jetzt von einigen Schweinen trennen. Ich meine nicht die Moderatoren. Ne? Weil ich weiß, der Spruch wird kommen. 147.000. Guck's dir an. Wir werden uns jetzt von ein paar Schweinen trennen. Du brauchst mehr Heu im Kuhstall. Das können wir auch gleich machen. So, die Einzelgänger verkaufen wir. Gott, was habe ich denn da angefangen? Warte mal. Lass uns erstmal gucken, was haben wir denn alles? Wir haben hier eins und hier eins und hier eins. Also da, wo eins steht, die würde ich auf alle Fälle wegmachen. Das müssten, ja, eins, weg damit. Eins, weg damit. Eins, weg damit. Geht es nicht um das Geld, geht nur um, damit es ein bisschen übersichtlicher wird, ne? Weg. So. Was haben wir hier? Auch nur eins. Und da war alles dieselben. Nur altersmäßig anders, glaube ich.
Na, da haben wir mehr. Warum ist denn das? Da haben wir auch mehr. Wie sieht denn das jetzt aus hier? 1, 1, 1. Was ist denn da los? Warum ist denn das immer auf 1? Ist der Stall denn voll? Nee, ist er nicht. Weiß nicht, was ich mir da gedacht habe, ne? 1, weg damit. 1, weg damit. Da haben wir mehr. Da haben wir auch mehr. Da haben wir auch mehr. Das ist wiederum nur 1. So. Haben wir es jetzt? Jetzt haben wir es einheitlicher. Guck mal. Das heißt, wir haben hier... Wir haben hier 3 Generationen. Kann das? 13 Monate... 4 Monate und das sind die 9. So, kann das sein? Ich glaube, das müsste so sein, ne? Okay, das sieht auch nicht so schlecht aus. Arbeit beendet, höre ich immer gerne. Ach, du hast gepresst. Sehr herrlich. Weg, weg. Ist denn nicht der LKW schon mal wieder gesehen worden? Nee, das ist der falsche. Schallo weiß ich nicht. Habe ich mir bis jetzt noch nicht angeguckt. Die Lage muss weiter vorne platziert werden, wenn ich das richtig interpretiere. Also generell muss sie weiter vorne platziert werden. Ach, guck mal, nur ein Mü. So, warte mal. Haben wir... Ah, ja gut. Haben wir irgendwo schon viel? Was bringst denn du eigentlich? Ah, du bringst Stroh. Warte mal, dann kann man ja mal umschwenken von Stroh auf was anderes, ne? Du hast gerade Grumpert den allerersten Schwein verkauft. Richtig. Man muss sich von alten Lasten trennen. Ne? Muss man auch mental einfach fähig sein dazu, sich von alten Lasten zu trennen. Aber es läuft tatsächlich ganz okay. Also ich will mich jetzt nicht beklagen, es läuft wirklich okay. Dann machen wir einmal Heu. Jo. Passt. Das läuft auch. Aber du stehst schon sehr lange auf dem Fleck, kann das? 62, wer ist denn für die 62 noch eingeteilt? Kommt vor, wieder schon sehr, sehr lange stehen. Ach, guck mal hier, was ist denn hier los? Du kannst abfahren. What's the problem, my friend? Der hat keinen Helfer drin, die flippt so aus. Der hat einfach keinen Helfer. Tanken! Oh, nö. 62, ne? Da sind wir wieder. Denk mir schon, das geht hier nicht weiter, es geht nicht voran. Was ist denn da los? Ja, na klar, ne? Natürlich. Aldi, hier. Häuschen, hast du alles abgeladen? Sehr gut, das freut mich. Dann fährst du mir bitte nach Hause. Dann haben wir das nämlich auch schon wieder gemacht. Denk an tanken. Jo, mach ich. Danke. Vergiss doch nie das Tanken. Also bitte. Jetzt mach das wieder. Bist auch ein störrisches Ding, ne? Also sind wir mal ganz ehrlich. So ein bisschen zickig, dass der Kollege hier. Mal macht das nicht. Wo führt das noch hin? Sortiere es hin für mich jetzt ordentlich. Das passt. Ja, das passt. Chill 100. Dankeschön. Unimog Fang für 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Es wird schon echt dunkel, ne? Wie gesagt, ich würde noch ein bisschen machen, würde die Zeit aber wieder wahrscheinlich ein bisschen runterstellen. Wir könnten auch, überlege ich jetzt gerade, haben wir noch einen Elk? Aber wie viel Glück kann man haben im Leben, ne? Obwohl, ah, du wolltest hier. Warte. Monty, ich wünsche dir was. Mach's gut, mein Bester. Danke dir fürs Dasein. Ist das ein artiger LKW oder kein artiger LKW? Ja, einer hier, einer da.
Jeder soll in seine Richtung fahren, ne? So, hier steht nichts mehr. Wie hatten die eigentlich hier? Er hatte bei der Gärtnerreihe nicht gut abgeladen. Ich habe nicht geguckt, ne? Hier steht aktuell nichts mehr. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, muss ich sagen. Hallo, Weine, hallo, Chat. Grüße aus dem brandenburgischen Venedig. Heilige Maria. Wo ist Designer? Grüß dich. Muss noch gucken, ob ich irgendwas übersehen habe. Aber aktuell glaube ich nicht. Sprit kommt gleich. Der ist unterwegs nach Hause. Ja. Gut. Das erste reicht's. Meine Damen und Herren, wir sind fertig für heute. Danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr freuen und wir sehen uns gerne morgen wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüssi, bye bye.